Ist es wirklich eine logistische Herausforderung oder mal ein Problem, was man so zu lösen hat? Es sind natürlich viele Leute verblüfft. Ich kriege was mit von unseren Zugunternehmen, die schauen sich den sehr genau an. Präsident von Bayern, vom LBS, will man sich auch mit vielen Themen beschäftigen. Und so entstand halt die Kooperation dann mit Renault. Man setzt sich an den Tisch, man schaut, wie die Liefervoraussetzungen sind, welche Voraussetzungen wir liefern müssen, dass das halt eine schöne Tour ist. Und da hat sich eben das mit den Kliniken angeboten. Immer die gleichen Standorte, immer die gleiche Tour, die gleichen Kilometer. Und so kann man halt wirklich dann Erfahrung sammeln und dann auch steuernd wiederum eingreifen in Richtung Hersteller, die Erfahrungen mitteilen. Und sowas gewünscht und so machen wir das auch gerne. Ich war mit dem Tassilo in ersten Kontakt. Da haben wir eine bestimmte Reichweite bestimmt für den Elektro-LKW. Und entsprechend dann haben wir eine Tour gesucht für den LKW. Und diese Tour ist genau abgestimmt auf diese Reichweite. Da waren wir eigentlich sehr gut betreut von Renault. Die Förderung übernimmt komplett der Hersteller. Wir haben da keinen Papierkrieg. Und das war eigentlich auch ein starkes Argument für das Fahrzeug. Wir versuchen natürlich, dass wir dem Fahrer entsprechend ein gutes Equipment zur Verfügung stellen, was Sinn macht für unseren Betrieb von den Kosten, als auch für den Wiederverkauf. Ich bin der Franz, bin seit 2017 Berufskraftfahrer im Ewald-Verbund, in der Ewald Group. Es ist ein richtig schönes Arbeiten. Ich beliefert nicht nur Traunstein und die Apotheke, sondern alle Kliniken Südost. Da gehört dazu Ruhpolding, Droschberg, Friedolfing, Traunstein natürlich, Bad Reichenhall, Berchtesgaden und Freilassing. Es sind natürlich viele Leute verblüfft. E-Trax gibt es das schon und habe ich auch noch gar nicht gesehen und darf ich mal anschauen. Und wo ist denn da der Motor und wie läuft das Ganze und was musst du als Fahrer machen? Manche behaupten dann auch, oh, ist der elektrisch? Dann hat man dann so einen Witz auf Lager, dass man sagt, nein, das ist nur Spaß, wir wollen nur Aufmerksamkeit erregen. Entsteht genauso durch Gespräche. Man hört den Kunden zu. Was habt ihr denn für Ideen? Ist es wirklich eine logistische Herausforderung oder mal ein Problem, was man so zu lösen hat? Das Krankenhaus oder das Klinikum heißt es ja. Auch der Eberl investiert in das erste Testfahrzeug und dann sitzt man sich zusammen, dann schaut man sich die Touren an und so entstehen da wirklich gute, umgesetzte logistische Lösungen. In dem Fall eben fürs Klinikum oder alle Kliniken im Landkreis Traunstein. Der Buchner ist richtiger Fuchs in seinem Thema. Also alles, was Technik ist, das ist wirklich sein Ding. Ich bin da mit unseren Fahrern in sehr engen Austausch. Ich habe mal so eine Grundspezifikation von dem Fahrzeug. Und das wird dann dem Fahrer von mir vorgelegt, mit ihm durchgesprochen, ob er da noch irgendwelche Wünsche hat, was hinzuzufügen. Nicht alles wird übernommen, nicht alles macht Sinn, aber man spricht sich da ab, dass entsprechend das richtige Fahrzeug dann zu ihm kommt, das er auch gern bedienen mag. Wir haben jetzt den Apothekenmüll eingeladen, den fahre ich eigentlich immer Dienstag und Donnerstag morgens. Den bringen wir jetzt zum Wirtschaftshof, an sich immer die gleichen Sachen, nur die Ware ist halt unterschiedlich. Ich habe vom ersten Tag an das Ganze dokumentiert, so an meinen verschiedenen Abladestellen, weil das ja immer die gleichen sind, da hat man ziemlich gute Vergleiche dann mit den Prozentzahlen gehabt. Hat man dann halt rausgefuchst, wie kann ich es verbessern, was mache ich, wenn es eng wird und. Bin mit 53% losgefahren. Und dann habe ich am Vormittag bei mir so gedacht, ich fahre jetzt 10 km/h weniger, beschleunige nicht mehr in den roten Bereich rein und schau mal, wo ich bleibe. Ich bin dann mit 4% heimgekommen.
Im Verhältnis zum Fahrer rufen mich jetzt nicht viele an, aber doch dennoch sehr viele, die sagen, ich habe das Fahrzeug gesehen, wie sind denn deine Erfahrungen, kann man sich das einmal ausleihen, kann man sich das einmal genauer anschauen, da läuft wirklich jeder offene Türen ein. Der Fahrer berichtet von sehr vielen Ansprachen, kaum bleibt irgendwo stehen, wollen sich die Leute mal reinsitzen, mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wie fährt sich das, wie laut oder wie leise ist es. Das freut uns wirklich außerordentlich, deswegen haben wir es auch vielleicht ein bisschen plakativer, wo wir herkommen, auf die Plane gezeichnet. Das, was ich weiß, das Krankenhaus muss ja selbstverständlich durch die Zertifizierung oder durch auch die Verantwortung im Gesellschafterbericht oder Jahresbericht aufführen, welche nachhaltigen Konzepte sie fahren. Und dort ist es sehr positiv erwähnt worden und auch gelistet, wie viel CO2-Einsparung diese Logistik dann gebracht hat. Ich kriege was mit von unseren Subunternehmen, die schauen sich den sehr genau an. Die fahren ja in unserem Auftrag auch unter unserem Label Ewal. Die sind da schon interessiert. Wie gesagt, ich mache das jetzt 3 Jahre und ich möchte eigentlich nichts mehr anders. Ich habe dem LKW schon einen Namen gegeben, sie heißt Ariel. Und sobald bei mir ein Fahrzeug einen Namen hat, dann gibt es kein Zurück mehr.